Ja, ihr werdet auch sehr geschockt sein von den Deutschland-Signings. Ihr werdet sehr geschockt sein von den Deutschland-Signings. Es geht hinter den Kulissen gerade so unfassbar viel ab, Chat. Ihr könnt, das ist so, deswegen bin ich so aufgewühlt die ganze Zeit, weil so viel abgeht die ganze Zeit. Man jeden Tag Sachen mitbekommt, das ist insane. Wartet da mal noch, ich kann euch halt leider nichts sagen, aber wartet da mal noch ein halbes Jahr ab, da sieht die Welt ganz anders aus. Da hat sie recht, da hat sie recht. Passiert gerade sehr, sehr viel auf dem Markt. Kann ich euch sagen. Ich verstehe gar nicht. Alle haben, also ich könnte jetzt hier voll sagen, boah, Leute, Kick will mich haben für 20 Millionen im Jahr und sowas. Aber irgendwie, da hat mich noch niemand gefragt. Kick wird so sein wie Mixer. Spätestens nächstes Jahr werden alle auf Kick und Join streamen. Also ich kann euch hier eins sagen. Zwei Sachen, maybe. Viele denken, also was so hinter den Kulissen abgeht, ist eine Sache. Die Streamer werden nicht, also wenn, also wie formuliere ich das? Manche, die mit dem Gedanken spielen, werden nicht auf einer bestehenden Sache gerade am Start sein. Das kann ich euch schon mal sagen. Es ist so, ne, jeder weiß es mittlerweile, es ist da was im Raum, ne, viele sind, manche haben Bock da, manche da, manche da. Aber ich sage euch eins, es gibt mehrere Optionen, wie das ganze Ding ändern können. Aber es ist sehr viel Halbwissen, weil hier auch viele Join zum Beispiel reinschreiben. Das wird nicht... Das ist es nicht. Aber ich kann keine Information geben, weil alles gerade so im Raum steht. Niemand weiß so ganz, was Sache ist. Das ist immer so, ne? Das kann ich euch sagen. Ich verurteile auch niemanden, ne? Ich sag immer, leben und leben lassen, macht euer Ding. Ich kann euch auch sagen, Freunde, so, es gibt, auf Twitch läuft auch nicht alles gut. Auf der blauen Seite, genau. Auf Twitch ist auch nicht, denkt ihr, bei Twitch läuft alles so moralisch perfekt? Voll dumm, ey. Aber nein, das glaubt ihr, woher da teilweise auch, ne? Das ist immer voll oft so. Also, auf Twitch läuft auch nicht alles moralisch perfekt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, natürlich kannst du das nicht so, aber ich kann euch sagen, dass bei mir so auf jeden Fall ist, dass ich auf keiner bestehenden gerade am Start bin. Also dann würde ich, ne? Das kann ich euch sagen. Ohne so viel, man kann wirklich schwer darüber reden. Ich hatte jetzt letztens ein Gespräch mit Twitch, habt ihr ja gesehen, mit dem CEO. Und sie haben mitbekommen, dass ganz schön viel falsch läuft. Das kann ich euch sagen. Sie haben auf jeden Fall mitbekommen, dass sehr viel falsch läuft. Sie sehen auch, dass zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt und auf anderen Märkten zum Beispiel da auch gerade viel gemacht wird. Und sie fangen jetzt an, mit den Streamern zu reden. Das kommt aber alles zu spät. Ich finde es gut, dass sie überhaupt irgendwas probieren. Also sie reden mit verschiedenen Streamern jetzt. Ich hatte ja vor einer Woche ungefähr das Gespräch mit ihm. Und ich habe ihnen erzählt, was so die Hauptdinger sind, die mich stören. Und das ist bei mir halt, weil ich viele Events mache, einfach komplett fehlende Unterstützung im Bereich Event. Da gibt es 0,0. Du kriegst die Startseite und das war's. Aber du machst ja Events auf der Seite. Und ich fand das immer so schade, dass du dann, ich dachte so am Anfang ist es okay, du musst erstmal beweisen, dass du gute Zahlen hinbekommst, aber selbst als es dann so war, da ist so voll drauf geschissen worden und das hat mich sehr gestört, dann stört mich das auch mit den, diese Bann-Thematik stört mich extrem hart, also man ist so irgendwie sich nie zu 100% sicher, manche werden wegen der und der Sache gebannt für einen Monat, die anderen machen irgendwas anderes und das würde man als schlimmer einschätzen und gibt es dann 2-3 Tage Bann, sonst alles so schwammig beschrieben. Du weißt auch nicht ganz genau, wie so die, wenn wir jetzt beim Thema Geld sind, so Zahlungsstrikte verändern sich einfach extrem hart. So einfach mal für euch, so ich hab mehr Subs als letztes Jahr, ich habe mehr Zuschauer als letztes Jahr und ich schalte halt genau gleich Werbung, also bei mir, ich schalte ja nicht so viel Werbung, aber automatisiert, ich weiß gar nicht, wie oft es kommt, einmal in 3 Stunden oder so, eine Minute, irgendwie sowas. Und ich verdiene teilweise so 20 bis 30k, was nicht so schlimm ist, weil ich halt woanders auch und viel Geld damit verdiene und ich weiß, ich schätze das, aber es ist trotzdem Fakt, weniger und dann fragt man sich, wie kann das sein? Und da gibt es so komische Antworten, so keine Ahnung, so, ja, hier und da und wir haben das geändert und du checkst es halt nicht so ganz, wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch so ein Thema, aber das ist noch das Geringste. Was mich am meisten abfuckt, ist dieses Unwissenheit und keine Ahnung, ich glaube, ihr könnt es verstehen. Aber da sind, also was, ich unterstütze die Meinung, es wird gerade mit fast allen großen Streamern geredet. Das kann ich euch sagen. Wie sich da alle entscheiden werden, das kann ich euch nicht sagen. Nächste Firma wird eine neue Streaming-Plattform von Dearsit und Willi. Also, ich sag's noch einmal, was ich sagen könnte, ist auf jeden Fall, dass wenn überhaupt, dann auf einer komplett neuen Streaming-Plattform. Das kann ich sagen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Und war dann, wo dann halt, ne, das, aber nichts, 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 nichts. Ja, ich sag's gerade, ihr schreibt Kick, ich schreibe Joy. Na, nein, das ist es ja nicht. Das kann ich euch sagen, YouTube auch nicht, nein. Facebook, yo. Das kann ich euch sagen, aber es ist alles noch so, ich weiß nicht. TikTok, ja, TikTok. Schade, kein TikTok. Ja, TikTok auch nicht. Aber wie gesagt, es wird sich, denke ich, auch sehr, sehr viel tun. Sehr, sehr viel tun. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, dass teilweise die Leute jetzt langsam auch sich das wünschen irgendwie. So, ja, ist gut, dass Twitch Konkurrenten bekommt und bla, bla, bla. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Gibt es einen Unterschied für euch, ob ihr im Stream auf einer anderen Plattform guckt, wenn alles gleich ist, so an sich? Nee, oder? Nö. Ja. Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Zu meinen YouTube-Stream-Zeiten. Da haben immer ganz viele gefragt, ja, geh auf Twitch. Aber ich wusste immer nie, warum. Weil der Chat in YouTube anders ist, aber wenn du da Subchat drin hattest, es gibt ja auch viele Streamer, die streamen auf YouTube. Nervt umzuschalten. Macht schon was aus. Ist Gewohnheit. Wenn alles gleich, juckt. Amazon Prime! Ja, Amazon Prime ist da, ja, das gibt es bei YouTube nicht. Aber ich glaube auch, dass YouTube, ja, zum Beispiel hier, was Elias reingeht, ich kann es jetzt sagen, Digga, Speed zum Beispiel, der ist auf YouTube jetzt, live. Und ich glaube, der hat sogar teilweise krankere Zahlen als vorher. Baut halt so sein. Also ich glaube, wenn du eine richtige Community hast, was man da halt auch gesehen hat, das läuft ja bei ihm so gut wie noch nie. Es gab mehrere große Streamer, die auf Twitch, die größten der Welt, gibt ein paar, die wurden auf Twitch gebannt. Ich weiß nicht mal genau die Gründe. Aber ihr kennt ja wahrscheinlich den Dog, wurde auch gebannt auf und ist jetzt auf einer anderen. Und ja, so ist das halt manchmal, Chat. Und das finde ich so beunruhigend, so dass alles passieren kann, theoretisch. Die, ihr wisst, kurz mal jemand ohne rein, ihr kennt ja die eine Person, der sehr viel zu verdanken hat. Die hat einfach in einem Stream 3 Strikes auf einmal bekommen. Willi hat 2 Strikes, Freunde. 2. Wenn da noch einmal irgendwas, dann, ne? Ich wüsste gar nicht, was wir da machen sollen. Sagen wir, Sydney kriegt ein All-Time-Dings. Ich wüsste nicht, was wir machen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ich muss mit ihnen zusammen weiter was machen, weil wir 3 Unternehmen zusammenführen. Ich kann nicht einfach immer sagen, nö, ist nicht, geht nicht. Das ist voll krank. Dann geht's, ja, also, wisst ihr, ist voll schwer auch teilweise, so eine Sache. Und das habe ich auch gesagt, dass das Bannverhalten extrem komisch ist. Ich könnte euch 3-4 Beispiele nennen, die wahrscheinlich auch schon eh jeder, also viele mitbekommen haben. Da bekommen Leute einen Bann, weil sie, keine Ahnung, ne, irgendwie, weiß ich nicht was. Und dann wird irgendeine andere onstream und sagt, yo, ich dachte, ich wäre auf OnlyFans und kriegt ein paar Tage. Und ein anderer, ey, kann ich nicht verstehen. Das geht's, hab ich zu sehr Angst vor. Das ist so. Stell dir vor, ihr arbeitet in einer Arbeitsstelle und da steht dann drinne, yo, ihr verliert euren Job, wenn ihr euch unangemessen verhaltet. So, theoretisch gesehen. Yo, unangemessen. Hier ist auch schwammig formuliert. Ich weiß, es ist ein bisschen keine Gewalt und hast du nicht gesehen und weiß ich nicht was. Aber es gibt Leute, es wurde jemand gebannt, weil er ausgerastet ist und seinen Kopf auf den Tisch mal gehauen hat. So, ihr wisst doch, weil er sauer war und dann so, nicht mit der Faust, sondern mit dem Kopf. Deswegen, ne? Aber ja, mal gucken. Ich bin da, ich lasse da alles auf mich zukommen. Das ist auch 6 Euro Standard. Wie kann ich denn, aha, hier 1,20, aha. Jetzt haben wir es. Guck mal, jetzt gehe ich auf 1,20. Dann mache ich hier eine 1 draus. Das hast du gemacht, Mentrox. Und klick hier runter. Da wird da 121 Euro draus. Das ist so krank. Ja, Leute, das ist doch ein Scherz, Digga. Das ist wirklich krank. Ich gebe Twitch noch maximal ein Jahr. Entweder raffen sie sich zusammen oder die Leute werden zu Kick Join wechseln. Schauen noch eine Weile Streams. Keine Streams mehr. Mir reichen die Highlights auf YouTube und ich muss Twitch nicht unterstützen. Mir ist das eh schon zu nervig, jedes Mal Werbung anzuschauen müssen, aber das ist schon auf so gut wie auf jeder Website so. 5 Stunden kosten 600 Euro. Warum? Weil was? Deutsch Krach bei ein. Lass ein Sub da, gut ist. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren die Streamer sich verteilen werden. Und ein großer Punkt ist natürlich Kohle. Ganz 1,21, alle kommen mit 1,21. Ein großer Punkt ist zu 100% natürlich die Kohle. Braucht man aber hier gar nicht drum herum reden, ne? Braucht man nicht hier sagen, oh ja, bla bla bla, Eventunterstützung. Ich sage, oh ja, Eventunterstützung ist wichtig, ja klar. Aber, weil das hier auch gerade wieder Thema ist, wenn du ein Multimillionenangebot hast, wie es viele Streamer momentan bekommen durch Streaming, dann ist für viele das Leben abgesaved und dann überlegen halt viele, ne? Also ich kann euch sagen, dass viele
Also ich kenne viele Streamer, mit denen, da sind 3 bis 4 Plattformen auf die zugegangen. Manche ernster, manche nicht ernster. Manche sind schon da, manche gibt's nicht, manche, ne? Das kann man sagen. Jeder würde es machen. Ja? Ja, viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist auch bei jedem natürlich andere Preisregion. Und ich höre immer, alle bekommen Angebote, alle bekommen Angebote. Ich schwör's euch, ich habe erst ein Angebot bekommen. Ein Angebot. Ich bin irrelevant, Chat. Ich sag's euch. Ich sag's euch, Jello ist irrelevant. Seht mal, der hat ein Angebot, der hat einen Deal, der hat einen Deal. Jello hat noch keinen Deal. Könnt ihr einen auf cool machen? Haben noch keinen Deal bekommen. Kein irgendwie... Oder zu teuer. Oder baby zu teuer. Also, abschließend dazu. Es wird sich in den nächsten Jahren hundertprozentig was tun, weil es andere Streaming-Plattformen gut machen. Und ich glaube, Twitch so ein bisschen den Zeitpunkt verkackt hat. Aber ich glaube nicht, dass es eine Plattform gibt, wo alle rübergehen werden. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Es wird sich auf mehrere Plattformen streuen. Das ist das. Bin einer der größeren Streamer in Deutschland und ich weiß ja, was da so abgeht. Das wird eine Internetschlacht. Das wird eine Internetschlacht, ja, auf jeden Fall. Und alle werden die kritisieren und den kritisieren. Das, was ich dazu sagen kann, ist, ich verurteile niemanden, weil letztendlich da Summen, da wird mit Summen gehandelt. Das ist schon, ja. Und ich verurteile auch niemanden. Also ich bin gegen niemanden irgendwie, Ich gönne jeden da seinen Hack, so. Ich weiß, dass es für viele dann ein bisschen... Ich hab auch mit niemandem zum Beispiel ein Problem, Medi streamt auf Kick. Digga, ich hab gar kein Problem damit, so. Oder irgendwie andere große Streamer. Ich find das nicht schlimm. Ich verurteile niemanden. Ich lass jeden sein Ding da machen. Und ich find's auch ein bisschen schade, dann auch so, dass andere so richtig immer dieses toxische. Aber ja, schön gesagt. Ja, das ist es. Nein, ich glaube, er streamt ab und zu auf Kick. Ich hab Clips gesehen, die dann schon wieder richtig abgehen und keine Ahnung was. Es gibt mehrere Leute, die auf Kick streamen, was ich nicht schlimm finde. Es gibt ja viele Leute, die reden immer, versuchen immer... Ich bin zum Beispiel auch keiner Chat, Real Talk, also ich werde nicht auf Kick streamen, aber ich rede diese Plattform auch nicht schlecht. Ich habe Respekt vor den Leuten, die da auch ihr Business damit irgendwie, ne, aber mir ist es viel zu blöd, Leute schlecht zu reden. Ich habe Respekt vor den Leuten, wenn die nicht arschig zu mir sind, bin ich auch nicht arschig zu denen. Selbst wenn die arschig zu mir sind, ich habe gar keinen Nerv und keine Zeit für sowas. Das ist so, jeder muss für sich selbst entscheiden, was ich abschließend dazu sagen kann. Dann sind wir hier auch Arschgesichter, weil Amazon auch nicht zu 100% ihre Kohle vernünftig, also so auf absolute Ehrenbruderbasis verdient. Oder nicht, Chat? Das kann man so sagen. Ich streame ja auf einer Plattform dann auch, die wahrscheinlich mit, siehst du, deswegen finde ich das so dumm, das zu sagen, oh, wer darauf streamt, klar gibt es da wahrscheinlich andere Sachen so, aber ich bin ein Arsch oder was, weil, wisst ihr, was ich meine? Hier ist auch Kacke. Hier kann man auch so sagen. Deswegen, ich will niemanden schlecht reden, ich gönne jeden seinen Hack, macht euer Ding, entscheidet für euch selbst, ob ihr den Streamer unterstützt oder nicht, aber ich versuche positive Vibes zu verbringen, nicht negativ, das ist es. Wer da was Gutes macht, wer da nichts Gutes macht, macht euer Ding. Ja, das kann sein, Squeaky, aber ich rede trotzdem niemanden schlecht. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, dass ihr mich immer unterstützen werdet, ich hoffe, dass ich euch ablenken kann und natürlich, dass ihr den Stream enjoyt und das ist natürlich das Wichtigste, dass man eine Win-Win-Situation für alle hat. Ich kann auch sagen, damit wir hier gerade im Real Talk sind, ich müsste nicht 6-mal die Woche streamen. Ich verdiene so auch schon ganz gutes Geld. Ich mache das, weil ich weiß, dass viele Leute da draußen auf mich zählen und ich die ablenke. Aber, da, falls ihr jetzt alle Ehrenmann reinschreibt, oh, du bist so geil, Eli, oh mein Gott. Ich würde auch nicht streamen so viel, wenn ich gar kein Geld damit verdienen würde. Wenn ich hier nicht viel Kohle mit Streaming verdienen würde und nicht meine Firmen so aufbauen würde, würde ich mich hier auch nicht 6-mal die Woche hinsetzen. Versteht ihr das? Das ist eine ganz ehrliche Meinung. Da würde ich mich hier nicht immer hinhocken. Ist logisch, Bro. Das ist schön. Dass man hier immer so alles immer beiderseitig abdingstert. Das ist das, was ich abschließend dazu sage. Deswegen, ich stream 6-mal die Woche, damit Melina mich in Ruhe lässt.